Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo ihr lieben Löwen, wir schauen in euer Sternzeichen-Update für das Kollektiv der Löwen und ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Da ist der Turm rausgefallen. Und die Sonne. Für die Selbstständigen ist es schon mal die Energie, wo sich für eure Tätigkeit etwas Gutes ergibt, eine gute Qualität, Zusagen von Ämtern oder Behörden, etwas alleine durchboxen, sowas alles kann sein. Wieder in seine Energie kommen, Träume, Wünsche und Sehnsüchte haben, in den Flow kommen. Hier habt ihr irgendwie, ich habe das Gefühl, ihr steht wieder auf, ihr habt für irgendwas wieder die Kraft, ihr richtet euch zu eurer wahren Größe auf, ihr wollt irgendein bestimmtes Ziel erreichen. Kann ja auch eine Person sein, die euch begegnet, die gute Wahlmöglichkeiten mitbringt, gute Chancen, gute Energien. Jemand, der euch bestärkt, eine Entscheidung zu gehen. Hier zeigen sich Wege, die ihr in der Vergangenheit gegangen seid, irgendwie mit einer Kurskorrektur. Und hier habt ihr noch den Klee. Also in relativ kurzer Zeit eine relativ kreative Lösung. Vielleicht auch zwei oder drei Bereiche oder gar vier im Leben, wo eine andere Richtung jetzt anfängt. Der ein oder andere kann vielleicht auch einen Kurztrip machen, verreisen, eine Reise planen. Ja, hier sind die Elternthemen an der unteren Seite sehr stark dran. Die Verstrickungen im eigenen Haus, die Auseinandersetzungen mit Elternthemen oder an sich auch mit Themen, wo ihr selbst merkt, ich drehe mich im Kreis, ich bin verstrickt, hier ist die Genesung sozusagen davon. Das Überwinden von Hindernissen aus der Vergangenheit. Und hier kommt der Umbruch mit. Das heißt, etwas transformiert sich. Ein neuer Weg entsteht, bei der sich etwas minimiert, eine Kraft, die auch von außen durch euch wirkt. Ich habe aber eher auch das Beenden eines karmischen Zykluses, das aus der DNA kommt, das mit Eltern zu tun hat, irgendwo auch eine Befreiung, das Zurücklassen einer Last irgendwie, verbunden mit den Finanzen, dem Gefühlsleben, dem Selbstwert. Selbstwert ist hier ganz wichtig. Selbstliebe, mit sich selbst gut sein, mit sich selbst gut umgehen, gucken, was die Seele will. Die Liebe ist hier auch angezeigt, ein Herzensprojekt. Was hier als Thema sein kann, irgendwo für manche ist das emotionale Abhängigsein, sich daraus zu befreien, in eine andere Qualität zu kommen. Ihr habt hier sehr viele Themen, auch beruflich, finanzielle Themen und Liebe, Beziehung ist hier auch dabei. Im Prinzip erarbeitet ihr euch hier etwas, das euch mehr Ernte einbringt. Aber es kann auch sein, dass ihr dazu einen komplett anderen Weg wählt. Ne? Ihr verkürzt etwas, ihr minimiert etwas, ihr sorgt für weniger Aufwand. Nichtsdestotrotz ist der Ernte,
die Kornrade hier am Beruf dran auch. Schauen wir, was eure innere Stimme euch mitzuteilen hat. Die Wahrheit und unterm Deck habt ihr tatsächlich noch die Prioritäten. Das ist das, was ich meine. Ne? Hier wird irgendwo Müll zurückgelassen und man entscheidet sich mit leichterem Gepäck irgendwie weiterzugehen. Das Thema Wahrheit umfasst hier sehr vieles, nämlich Ehrlichkeit, Disziplin, Intellekt und Klarheit. Und das Höhere Selbst präsentiert und aktiviert die Verstandeskräfte, euren Intellekt. Und es braucht etwas mehr Objektivität, anstatt Ereignissen irgendwas rein zu interpretieren, was den Blick verzerrt ist, ne? Das geht viel um das, was in der Vergangenheit passiert ist, dass man da die Wege nochmal reflektiert, das haben wir hier auch. Und dass es im Prinzip so ist, dass man, wenn man die Vergangenheit anguckt, hier ein Aha-Moment hat, wie die aktuellen Geschehnisse laufen. Es gibt so Themen, wo ihr vielleicht auch bemerkt, dass Dinge unangenehm sind oder welche Moral man zu was hat. Und anstatt euch zu distanzieren, dürft ihr so tun, als stellt ihr euch. Ne? Nicht wegrennen, sondern sich dem Problem stellen. Manchmal ist die Wahrheit bitter oder unangenehm. Und es ist die Zeit gekommen, auch zum Beispiel finanzielle Probleme anzugehen, nach Sparmöglichkeiten zu suchen, schauen, was wirklich an euch nagt. Und es geht darum, auch nüchtern auf die Dinge zu gucken, ohne zu projizieren oder anderen auch die Schuld zu geben. Die Selbstwahrnehmung, ne, wird hier geschärft und kriegt einen klareren Blick. So, hier ist noch ein Zitat von Jung. Wenn die Diagnose feststeht, beginnt die Heilung. Also suche die Wahrheit hinter der äußeren Erscheinung. Dann habt ihr hier tatsächlich die Prioritäten, die ihr setzen könnt. Hier geht es eigentlich darum, warum ihr nicht so richtig in die Entscheidung kommt oder in den Flow, denn hier steht etwas den Verpflichtungen, die man hat, enorm im Weg und es können Routinen sein oder Angewohnheiten. Und es muss irgendwie etwas geopfert werden von diesen Sachen, damit das Neue rein kann. Ihr selbst bestimmt auch was, ihr minimiert. Oder wo ihr vielleicht auch Dinge mitschleppt, wo ihr zu viel von euch selbst erwartet oder euch zu viel zumutet. Hier habt ihr ja auch die Herzenswünsche dabei und die Karte sagt, dass das Universum deine Herzenswünsche zwar unterstützt, aber dass du dir auch was erarbeiten musst davon, nämlich man erntet, was man sät und um das geht es eigentlich. Hier ist ein gutes Beispiel drauf, wenn du zum Beispiel 10 Pfund abnehmen willst, solltest du nichts Süßes essen. Und wenn du eine neue Liebesbeziehung willst, solltest du nicht länger über vergangene Enttäuschungen grübeln. Das ist sehr tiefgründig. Schauen wir ein bisschen weiter noch. Hier ist mir eine Träume manifestieren, genau um das geht es. Hier ist der Wassergeist.
haben wir hier ja auch auf der bewussten Ebene und die Karte sagt, Träume können in Erfüllung gehen, aber dafür muss man auch etwas tun und vor allem erstmal das Bewusstsein haben, dass man es verdient. Es geht auch darum, freigebig etwas von Herzen weiterzugeben, was dich ausmacht, etwas ganz Spezielles. Und man kriegt es dann auch irgendwo wieder zurück. Es geht um Gefühle und Emotionen, die wieder fließen sollen und nicht verdrängt sein wollen. Auch ein zu viel an Emotionen kann zur inneren Leere oder zur Erschöpfung führen. Hier ist so ein Wendepunkt, ne? Ja, Zweifel, Zögern, nicht an sich glauben, lass das alles zurück, lasse deinen Emotionen freien Lauf und du bist jetzt am Zug, für dich ist Timing sehr wichtig. Ja, das ist spannend, ne? Hier wird vielleicht im Außen sehr viel gesucht und die Karte sagt hier, dass man im Schweigen der Stille und dem Verzicht manchmal die Fülle für etwas findet. Das ist sehr tiefgründig und gerade dann haben wir unten noch, wenn das Leben ein gewaltiger Balanceakt ist. Ihr lieben Löwen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.